Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu The Witcher. Ja, hier sind wir beim letzten Mal stehen geblieben im Händlerviertel. Und ich würde sagen, heute wird hier mal ordentlich erkundet, was es hier so alles Schönes gibt. Also beim letzten Mal haben wir ja schon ein bisschen was mitgenommen. Aber wenn wir hier mal einen Blick auf die Karte werfen, da ist noch einiges offen. Unter anderem müssen wir ja gucken. Oh, Sensorstandort. Ja, können wir doch gleich machen. Dass wir diese Sensoren verteilen. Für die magischen Anomalien. Aber nicht in diese Richtung. Sondern... Moment. Hier? Nein. Dann da? In die Richtung? In die Richtung müssen wir. Schnäppchen. Schnäppchen. Überall Schnäppchen. Ach, hier kommen wir gar nicht lang. Das ist ja doof. Ist ja irgendwas geheim, cooles. Schade. Das fehlt mir ein bisschen so in den offenen Städten, dass da noch irgendwo Geheimnisse rumlungern. Aber ich denke, der zweite Teil macht das vielleicht besser. Werden wir sehen, wenn wir dann spielen. Kommt ja dann. So, hier ist wieder eine Rettung. Warum auch immer. Zur Bank. Ach, das klingt ja auch interessant. Wer sägt da? Wir gucken mal in die Bank rein. Das interessiert mich jetzt mal. Ach, die Vivaldi-Bank. Ach. Na gucke, die kennen wir doch irgendwoher. Ganz entspannt, Mann. Ganz entspannt. Langweilig. Ja, eben, das ist viel zu langweilig. Wir können uns auch jedenfalls den Kopf einschlagen. Das ist mir... Ja, gut, ich mich auch. Daher. Bankier und Putzkraft. Naja, wir fragen mal den Bankier aus. Hallo. Rede mit mir. Kein Grund zur Eile. Rede mit mir! Was hast du denn da? Wie langweilig. Ein paar Kisten, alles klar. Warum redet der nicht mit mir? Finde ich frech. Putzkraft auch nicht. Und hier kommen wir auch nicht runter. Dann müssen wir durch. Ne, okay, dann gehen wir halt wieder. Ja, wieder gehen, das will ich. Gut. Aber mal interessant reingeguckt zu haben. Da sind noch unbekannte Kräuter. Oh, so viele tolle Sachen. Und hier Wachen und Wachoffiziere, alles da. Oh weia, das scheint der bessere Teil der Stadt zu sein, so wie es aussieht. Und wir sind dran vorbeigelaufen. Echt, wir sind dran vorbei? Nein. Wir sind dran vorbeigelaufen. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier die Orientierung wieder finde. Weil... Nee, doch hier irgendwo. Hier irgendwo muss doch so ein Sensorpunkt sein. Haben wir die Dinger eigentlich im Inventar? Teleportationskristall. Wir hatten doch, glaube ich, auch die Sensorkugeln. Ja, hier. So, wie können wir die vielleicht hier in die Rettung reinschmeißen? Ist das der Sinn der Sache? Ja, gespeichert hat man ja vorher. Mal gucken, was passiert. Ein Sensor aufgestellt. Fehlt nur noch zwei. Ach so, den können wir in die Rettung rein. Ah, dafür sind die Dinger da. Alles klar, wir wissen, an der Kanalisation ist noch einer. Verdammt, ist das heiß in diesem Ding. Ja, das glaube ich dir, Kollege. So, was gibt's denn hier noch? Abgesperrter Teil. Meine Frau wurde gesagt, ich soll auf Leute mit dem Salamanderabzeichen achten. Ja, und? Machst du's? Wir wollen keinen Ärger. Nö, warum auch? Aber ich will mal hier durchgucken, was da hinten so Schönes gibt. Aber nicht viel, so wie es mir scheint. Da kommen wir auch nicht durch. Auch eine Möglichkeit. Was planen die nur? Sich alles abzusperren. Ein Adliger. Prinzessin Ada sollte heiraten. Ach, wollte es zugunsten seines Schwiegersohnes. Ach, wirklich? So. Nehmen wir natürlich mit. Ein bisschen Beeren pflücken auf dem Weg. Was führt euch hierher? Vergesst es. Ja, eben. Vergiss dich mal hier. Mach mal Platz. Ach, wie hübsch das eigentlich aussieht hier. Und hier war auch schon. Ich würde sagen... Ah, jetzt haben wir hier nämlich schon ein bisschen einen Überblick. Ich würde fast sagen, wir gucken mal hier immer am Rand lang. Wir gucken mal, wie weit wir da kommen. Verdammt, ist das heiß in diesem. Ja, nicht weit anscheinend. Hier müsste Driss Haus sein. Genau, zu Driss... Driss Haus. Die Wachen halten hier ihre Stellung, das ist okay. Trefflich, die halten ihre Stellung. Was führt euch hierher? Ja, ganz gefährlich. Und hier, ach, Werkstätten und Infanteristen. Er soll ruhig wissen, dass wir ihn beobachten. Oho, Adlige.
Aber das ist so ein bisschen, wie ich mir tatsächlich so eine mittelalterliche Stadt vorstelle. Ich sollte jetzt bei Hofe sein. Bloß, dass nicht so viele Wachen rumspringen, das finde ich etwas merkwürdig. Kommen, seit sie den Pöbel reinlassen. Oh nein, der Pöbel. Meine Füße schmerzen. Edelfrau, die edle Frau, stellt euch mal lieber unter, sonst werdet ihr das. Das heißt in diesem. Haha, und zack. Im Regen kriege ich Kopfschmerzen. Oh, die Arme. Da kriege ich Kopfschmerzen. Gibt's hier irgendwas Cooles? Ah, hier kann man Kohle klauen. Kohle klauen. So, wo geht's hier hin? In den Tempelbezirk. War das der, wo wir herkamen? Also, wir probieren es einfach mal aus. Können wir nämlich gleich da die Rettung mitnehmen. Den Tempelbezirk dürfen wir jetzt wieder rein. Dann gucken wir zwar nochmal in was Altes rein, aber wenn wir einmal da sind, ja, am Tempelbezirkstür, an der Tempelbezirkstür, dann können wir da... Ah, hier kommen wir wieder raus. Interessant. Vincent? Und mit Vincent können wir da bestimmt nicht nochmal reden. Hier ist auf jeden Fall der Zoll dann nochmal. Die Quarantäne werde so lange dauern, wie die Pest. Haben wir ein Pech? Du Zwerg? Ja. Ja. Ah. Ich habe bereits ein paar Pokerrunden gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid keine Jungfrau mehr. Jetzt könnt ihr richtig spielen. Wo finde ich diese berühmten Pokerspieler in Vizima? Wo ihr alles andere Illegale findet. In der Nähe des haarigen Bären. Das könnte interessant werden. Seid nicht überrascht, wenn jemand nicht mit euch spielen will. Echte Meister ihres Fachs geben sich nur mit Profis ab. Und ein Profi ist? Einer, der mindestens 4 Profispiele gewonnen hat. Gelingt euch das, seid ihr an jedem Spieltisch willkommen. Ich muss 4 Profis besiegen. Kein Problem. Ja, aber... Achso, die Meister. Ich wollte gerade sagen, wenn wir die Profis nur mit sich spielen lassen, wenn ich Profis besiege, dann geht das ja nicht, aber ja, die Meister lassen einen erst mit... Ja, aber so aus Spaß mal spielen ist auch okay, oder? Wenn du schon Meister bist, dann kannst du doch alle ja, nur Ärger bringen. Was ist das da oben eigentlich? Ich schreibe mir jetzt gerade mal auf. Was ist so ein Torbogen? Ach Gottchen. Das ist eine alte Oma. Was macht der da? Ach. So, ich denke mal, hier wird noch ein Punkt sein, wo wir was anbringen können, oder? Hier, Spieler, aber... Wie seltsam. Ja, das können wir doch auch nutzen und tatsächlich hier können wir einen magischen Sensor anbringen. So, jetzt die Frage. Wenn wir jetzt hier auf die Map gucken, dann geht's hier unten zum Händlerviertel. Also quasi, das ist der Friedhof. Können wir doch hier eigentlich auch zum Händlerviertel kommen. Dann haben wir hier irgendwo einen, hier einen und dann müsste hier oben der letzte sein. Wenn wir dann so ein lustiges, so eine Dreieckspeilung machen. Oder wenn das zumindest der Plan ist. Ja, wir nehmen noch ein bisschen hier Pflanzen mit, warum nicht. Kann man immer mal machen. Stört ja keinen. Die Pflanzen werden es uns danken. So, nehmen wir mit. Dankeschön. Wer klopft da? Was klopfst du da? Ja, wir könnten auch mal wieder hier ein bisschen gucken, dass wir Bücher zusammenkriegen. Obwohl ich ehrlich gesagt immer noch dabei bin, zu sparen. Oh, da ist ein Fass. Haben wir das noch nie geplündert? Das ist ein Feuerstein. Ah doch, geplündert haben wir es bestimmt. Die haben nur Geld. Aber wahrscheinlich war unser Inventar voll oder irgend sowas wird es gewesen sein. Ist auch noch ein Fass. Oder sind die jetzt neu bestückt? Hä? Wieso haben wir das alles nicht mitgenommen? Moment, jetzt gucke ich mal. Was ich jetzt noch machen will, ich will mal kurz an die Anschlagtafel gucken, ob es da neue tolle Sachen zu wissen gibt. Nein. Oh, okay. Keine Zettelchen. Und Vincent, was hast du zu sagen? Seid gegrüßt. Hallo. Gibt es neue Ungeheuer zu erlegen? Darum kümmere ich mich nicht mehr. Redet mit dem königlichen Jägersmann. Ihr findet ihn auf einem Hügel unweit des Neunarakort im Händlerviertel. Ach so. Ja, dann. Lebt wohl. Cool, dann kann man noch solche lustigen Nebenaufgaben machen. Ich hasse es mit dieser Pike. Ich bin müde. Ja. Leute, keine Müdigkeit fortschützen. So. Mal bin ich mal gespannt. Ganz gespannt bin ich da.
was uns hier im Händlerviertel noch erwartet. Ich meine, das ist ja wieder so riesig viel. Und stell dir vor, wir hätten jetzt die ganze Stadt, wie sie mal hier zur Verfügung habt. Hier regnet es wieder. Das ist der regnerische Stadtteil. Ja, okay. War das hier nicht? Nee, warte, hier war das nicht. Nee. Das war, glaube ich, bei Tomb Raider, wo das war, wenn man in den Regen geguckt hat, dass der Regen auf der Linse liegen geblieben ist. Das war, fand ich ziemlich cool. Aber ich bin mal gespannt, was dann vor allen Dingen der dritte Teil von The Witcher dann bringt. Also, aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Wir sind ja jetzt noch beim ersten und ein bisschen was zu tun gibt es auch noch. Da gibt es den Wachturm, der auch richtig türmig aussieht. Ach, nun guck mal, der königliche Jägersmann. Dich kennen wir doch. Seid gegrüßt, Hexer. Wird es euch im Umland zu eng? Ich wurde nach Visima zurückgerufen. König Foltest ist bald wieder da. Bis dahin belohne ich alle, die sich um öffentliche Ärgernisse kümmern. Öffentliche Ärgernisse? Belohnungen für Ungeheuer. Habt ihr was? Was bringt Geld? Ein riesiger Wolf ist im Sumpf aufgetaucht und die Einheimischen behaupten, dass Wyvern ihre Kinder stehlen. Wyvern jagen Menschen nicht grundlos. Einheimische, nichts als Ärger. Die haben wohl versucht, die Wyvern zu vertreiben. Erzählt mir mehr. Fragt. Fragt, ja. Wo habt ihr von Ungeheuern gehört? Aus einem Buch, ein Familienerbstück, in dem alle Bestien beschrieben und abgebildet sind. Wisst ihr, was hier steht? Was? Jedes Ungeheuer steht für eine menschliche Todsünde. Verschlinger für Gier, Vampire für Trunkenheit. Wofür steht ein Riesentausendfüßler? Was? Was ist für eine Unterhaltung? Was war das jetzt für eine Unterhaltung? Ach, und hier geht's zum Friedhof. Gucken wir mal kurz. Einfach mal, damit wir wissen, wo wir rauskommen. Falls wir mal schnell die Wege ablaufen müssen. So ein bisschen einprägen, so in diese Gedächtniskarte. Das Ganze. Ach, was springt denn da hinten rum? Da speichere ich doch nochmal kurz. Weil da hinten springt ein Getier rum. Silberschwert gezückt. Ich hab dich genau gesehen, du rotes Ungetier. Was macht das Ding da? Ein Gravier, ja, den krieg ich mal, ja. Schon wieder zu schnell. Ah, das war auch ein Riesenvieh. Guck's dir an, wie riesig das Viech ist. Und dann gibt's erstmal ein paar Knochen. Jawohl. Nice. Was hat das hier gemacht? Warum ist das hier so rumgeschlichen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich werde es wahrscheinlich auch nie erfahren. In der Gruft hat das jetzt auch nichts zu tun, oder? Ja, wir wollen jetzt nicht in die Gruft, wir wollen uns ja eigentlich... Oh. Noch ein paar Ertrunkene killen, na ja, gut. Wenn sie einmal da sind. So, wo ist er denn? Ach, da. Ja, wenn der Ertrunkene uns einmal so in die Arme springt, dann kann man auch umklatschen. Da will ich mal nicht so sein. Da darf man auch mal sagen, yo. Also, yo. Da stellt man sich einfach dahin vor den Ertrunkenen, klatscht um und sagt, yo. Was machen wir beim nächsten Mal, wenn wir einen Ertrunkenen umklatschen? Dann sagen wir einfach, yo. So, zurück ins Händlerviertel. Und weiter erkunden. Viel gibt es noch zu sehen. Also wir hatten jetzt vielleicht die Hälfte durch oder so. Können ja auch gleich nochmal auf die Karte gucken, dann sehen wir es ja genau. Ja, hier regnet es natürlich. Scheint zwar die Sonne, aber es regnet. Und wir sind jetzt hier. Ach, hier sieht man auch den Anschluss an ans restliche Visima. Ja, dann haben wir hier irgendwo einen Stein gelegt. Da war das hier irgendwo, glaube ich, beim Rathaus, bei der Vivaldi-Bank, genau.
Also hier, und dann müsste ja hier oben dann der eine sein, wenn das Visima ist, dann... Aber wir kommen jetzt hier, glaube ich, nicht unbedingt nach oben durch. Egal. Wir gucken mal hier weiter. Türen und alles. Ach, das können wir alles erkunden. Oh, weia. Und ich würde sagen, das machen wir auch. Und zwar im zweiten Teil der Folge. Also, bis gleich.